Weiter geht die wilde Fahrt. Okay. Hier rüber. Was? Wieso hat sie sich nicht festgehalten? Okay, Moment. Ah, geht doch. Die Stromleitungen enden einfach irgendwo im Nirvana. Oh, noch eine rüber. Links oder rechts? Bin total verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Oh mein Gott, das ist ein weiter Weg. Wir müssen ganz rüber, ganz nach links. Aber da vorne, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Okay, wir sind hier bei den letzten zwei Geistern für den Bereich hier. Das sieht mir nach einer Falle aus. Ich habe gedacht, hier kommen vielleicht gleich irgendwelche. Was haben wir denn hier? Oh. Da hätten sie mich fast erwischt. Und wieder ganz viele Fernseher. Und viele Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Hier wäre auf jeden Fall ein Fernseher. Ich glaube, vielleicht haben wir Glück und wir können hier hinten erstmal noch einen Teil von der Story freischalten. Ja, sehr gut. Okay, wieder Stromkabel, die durch die Stadt führen und anscheinend wird es immer mehr. Zwei fehlen uns noch. Da hinter den Ventilator könnte ich mir vorstellen. Ist nur die Frage, wie kommt man da rein? Wahrscheinlich hier von oben in diesen Kasten rein. Und dann von oben nach unten. Und da oben komme ich aber erst hin, wenn ich den Fernseher, den roten Fernseher in Betrieb habe, so wie das da. Okay, roter Fernseher. Roter Fernseher. Kabel. Geht hier irgendwo in den Kabelwust rein.
Hier hängt eine Schlaufe. Hängt auch eine Schlaufe. Und ich bin runtergefallen. Irgendwo in dem Fernsehberg. Wahrscheinlich einfach ganz oben. Kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwo in der Mitte runterfallen müssen. Oder müssen wir? Ich bin gerade ein bisschen. Das Kabel kommt hierher, geht auf diesen Fernsehberg. Oder müssen. Oder ist da oben. Ah, nee, da oben ist der Knopf. Da oben ist der Knopf. Wir müssen einen Fernseher finden. Okay, jetzt macht's Sinn. Da oben ist der Knopf, der die Fernseher hier irgendwo, der einen Fernseher anmacht. Und wir müssen den Fernseher finden, der diesen Roboter hat. Also eventuell. Boah, das blaue Kabel, wo geht das denn wieder hin? Ich muss erstmal irgendwo finden, wo ich anfangen kann. Das lila Kabel. Wir fangen mal beim lila Kabel an. Das geht hier irgendwie nach unten. Hier gucken die Menschen runter. Hier kann man Bäumchen pflanzen. Und noch mehr Bäumchen pflanzen. Irgendwas anschalten. Ich weiß nicht. Und es geht hier wieder nach oben. Ah. Ein Aufzug. Jawohl, wir sind hier. Fernseher Nummer 1. Aber nur, dass ich hier nichts übersehe. Warum geht's hier nach oben? Okay, hier kann man auch einfach nur wieder einen Baum pflanzen. Da drüben haben wir jetzt auf jeden Fall einen lila Fernseher. Und wir haben den jetzt angeschaltet. Wir können jetzt durch den Fernseher durch. Dahinter und irgendwo hier in die Richtung, wo wir auch unterwegs sind. Jetzt müssten wir in der Nähe sein, oder? Unter uns. Unter uns und hier geht das blaue Kabel lang. Hier geht's runter. Und da an der Seite ging es gerade rein. Mal kurz den Baum noch wachsen lassen. Oh nein. Oh bitte nicht. Oh, was ist das denn? Ich muss gucken, was ich für einen Fernseher brauche. Das müssen wir von der Seite aus schon sehen können, denke ich mal. Können wir von hier irgendwo einen Fernseher sehen? Ja, da hinten. Da hinten, da ist irgendwas Blaues drauf. Wir gucken mal, ob wir vielleicht mit den Fernsehern hier drinnen vielleicht dahinter irgendwie hinkommen. Das habe ich hier aktiviert.
Damit kommen wir definitiv dahinter. Okay, wir probieren jetzt erstmal, was hier passiert, wenn wir hier durch den einzelnen Fernseher, wenn wir da durchgehen. Und ob die vielleicht sogar doppelt sind. Ich guck mal, ich habe hier Schuhe. Ach so, da oben habe ich auch nochmal Schuhe. Okay. Teekanne. Irgendeiner führt uns irgendwo hin. Ich muss gerade mal gucken, wo der... Haben wir den überhaupt hier drauf? Geschenkt ist da oben Weinflasche. Ist da oben Fußball und Pommes habe ich hier. Fußball und Pommes auch. Teekanne. Teekanne ist da oben. Ring. Wo habe ich den Ring? Ring ist da. Föhn. Föhn habe ich da. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Ich übersehe doch bestimmt was. Schuhe hatten wir. Telefon hatten wir. Oh. Kann ich hier durch? Oder kann ich irgendwo umschalten? Oder ist es einfach nur so zum Gag? Ist das für nichts gut? Ich habe da alles doppelt, oder? Hier die grüne Flasche und der Föhn. Die grüne Flasche war hier drüben irgendwo. Meiner Meinung nach ist alles doppelt. Oder ich sehe was nicht. Okay, nochmal. Also, hatten wir ja schon Controller. Moment, Controller? Wo war der zweite Controller? Da ist der zweite Controller. Den Schmetterling. Okay, also hat es doch Sinn gemacht. Ich habe schon gedacht, ich könnte ja nicht alles hier doppelt hinmachen. Und jetzt müssen wir aber hier unten über die Plattform. Und dafür muss ich das hier wieder anschalten. Kann ich von hier oben da drauf springen? Oh, sehr gut. Wäre sogar bis hier hingefahren. Hier können wir gleich nochmal... knappe Sache. Gleich nochmal irgendwie eine Erinnerung holen und runtergefallen. Oh Mann. Ah, manchmal ist es von der Perspektive echt schwierig. Aber gut, wir schaffen das. Ich muss vielleicht öfter die Kamera drehen. Wir müssen definitiv nach oben. Obwohl da unten auch ein Ausgang ist. Vielleicht müssen wir auch erst nach unten, um dann nach oben zu kommen. Das sieht mir so aus. Ne, hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen nach unten. Nach unten, um wieder nach oben zu gehen. Und wir sollen in den Fernseher reinspringen. Wo? Schuhe? Ich habe gerade was gesehen.
Erinnerung freigeschaltet. Oh. Das sieht aus, wie als hätte der irgendwie eine Schulklasse. Ah, da kommt das Stromkabel an und quasi eine digitale Tafel, wo der Lehrer was erklärt. Könnte auch Kindergarten sein oder erste, zweite Klasse, so um den Dreh. 1, 2, 3, 4. Und das, die 2 ist ein bisschen dunkler. Vielleicht ist es zweite Klasse. Auf jeden Fall irgendwas, vielleicht erste bis vierte Klasse. Das ist schon das letzte Bild. Wir haben noch eins irgendwo weiter unten. Ich muss nochmal runter. Oh nein, geht das? Das geht wieder nicht. Ich habe hier noch was verpasst irgendwo. Oh, komme ich an ihn noch mal ran? Ach so, komme ich an ihn überhaupt ran? Ah ja, hier runter. Sehr schön. Und hier geht das Stromkabel in die Schule rein und hier endet es dann. Im Prinzip der Weg des Stromes. Würde ich jetzt mal so sagen. Und jetzt brauchen wir dann eigentlich nur noch unseren... Ich habe einen Fernseher-Bug gefunden. Und jetzt ist der Fernseher auch noch weg. Moment mal, wenn der Fernseher weg ist. Oh, wir kommen hier hoch. Ich habe gerade schon gedacht, wir kommen hier nicht mehr hoch. Da geht's raus. Okay, einen brauchen wir, glaube ich, noch, oder? Wie ist es? Ja, ein Punkt ist da noch. Einen müssen wir noch aufsammeln. Dann gehen wir erstmal wieder hier in den Fernseher rein. Hier können wir das blaue Kabel jetzt aktivieren. Und das Gelbe ist auch aktiv. Dann nehmen wir mal den Lippenstift. Unter uns. Ach so, hatte ich ja gesehen. Irgendwo ist hier unter uns. Ich gehe noch mal außen rum. Irgendwie muss es da eine Möglichkeit geben, reinzukommen. Aber eventuell muss ich auch erstmal hier mich ums rote Kabel kümmern. Stimmt, weil hier hinten hatten wir das. Oder wir kümmern uns erstmal um. Was ist denn das hier? Ein schwarzes Kabel. Wo geht das denn gleich wieder hin? Okay, wir finden immer neue Sachen. Moment. Checken, ob hier alle Ecken noch frei sind. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm hier, dieses schwarze Kabel.
Damit haben wir unsere Libelle. Sehr schön. Und das ist einfach nicht angeschlossen, das schwarze Kabel. Das ist aber hier der Ventilator. Okay. Jetzt fehlt uns noch das rote Kabel, um weiterzukommen. Und das rote Kabel. Verdammt, da brauche ich da oben die... Ah, genau. Das blaue Kabel hat quasi jetzt diesen Fernseher angemacht. Und mit dem komme ich da hoch. Okay, das war dann doch nicht ganz so schwer, jetzt hier das rote Kabel. Und jetzt müssen wir nur noch den passenden Fernseher wahrscheinlich finden, durch den wir durch müssen. Nein, okay. Die kommen alle zu den TVs gelaufen und wollen... Ah, verstehe. Die sind alle mediensüchtig. Und ich fall unten ins, ja, in die Grütze. Die sind alle süchtig und wollen da TV gucken, was natürlich gut ist für uns. Die Frage ist, ob ich hier runter kann. Die kommen bestimmt gleich alle zu uns gerannt. Oder können wir die einfach... Okay, die kommen nicht zu uns gerannt. Oh, wie die alle geflasht sind, einfach von dem TV und nichts mehr anderes können. Von den Medien aufgefressen. Kann ich jetzt hier? Ah, sehr schön. Ein weiteres Feuer ist erloschen. Und wir sind dem großen Kraftwerksturm ein Stückchen näher gekommen. Und jetzt geht's hier über die Zipline weiter zum großen Tower. Kurz nochmal geguckt, aber wir haben hier nichts mehr. Jetzt geht's hoch. Nach oben zur Biene. Kann ich einfach drauf? Nein, kann ich nicht. Los geht die wilde Fahrt. Okay. Wir sind im Turm drinne. Und das sieht aus wie so Bienenwaben hier überall. Wow. Alle Kabel verklebt mit Honig. Soll wahrscheinlich Honig darstellen. Und wir haben direkt irgendwo was. Da oben. Die Frage ist, was ist, wenn ich das berühre? Okay, erstmal nichts. Okay, wenn was hinter uns gewesen wäre, dann wird das jetzt nach hinten fliegen. Oh,
Oh, ich sehe schon. Können wir uns hier dran festhalten? Irgendwie hier? Was damit machen? Ah, Honigwand. Honigwand klettern. Okay. Da oben. Können hier nach unten. Ich probiere mal hier drüben noch was aus. Nicht, dass hier irgendwo außen rum geht. Zum Beispiel hier an diese Wabe dran. Genau, das habe ich doch gesucht. Danke, Imker. Haben wir alle? Wir haben alle. Wir haben alle von der Biene. Jetzt müssen wir nur noch die Biene finden. Okay, ich denke mal, dafür geht es dann hier nach unten, oder? Und hier wieder hoch. Oh mein Gott, hier soll mal einer einen Überblick behalten. Ah, schon wieder ausgerutscht. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber wir sind auf jeden Fall richtig. Übelst viele tote Bienen oder könnten auch Wespen sein. Aber wahrscheinlich sind es Bienen. Oh nein. Aber jetzt wo lang? Kann ich hier durch? Schön, dass wir das hier gesehen haben, aber... Ich sehe jetzt gerade nicht, wo wir hier weiter sollen. Oh, es ist jetzt etwa so ein Labyrinth aus diesen Waben und wir müssen genau rausfinden, wo wir hin müssen. Moment, ich muss nochmal hier runter. Oh, das ist wieder zu... Das ist wieder zu hoch. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier, wo die Bienen rumliegen. Meine Orientierung hier in diesem Bienenstock ist gleich null. Aber hier geht's weiter. Was habe ich hier gemacht? Irgendwas habe ich hier ausgelöst, aber... Aber es sieht zumindest schon so aus, als würden wir hier irgendwo in die Nähe... kommen. So viele Waben, wie das hier sind. Ich meine, okay, ich kann jetzt da drin hochklettern, aber was hat mir das gebracht? Hier irgendwas passiert? Für was ist das? Bisschen verwirrt mich das Ganze.
Wir gehen mal hier raus. Okay, das scheint richtig zu sein. Ich muss da drüben dran. Ich muss da drüben dran. Ich darf nicht runterfallen. Ich löse das mal lieber wieder aus. Vielleicht brauchen wir das für irgendwas. Okay. Vielleicht habe ich hier irgendwas aus dem Weg geräumt. Aber wir müssen noch gleich drinne sein. Was geht? Geht's hier irgendwo lang? Nein. Ein Labyrinth. Ein riesengroßes Labyrinth. Nach unten. Wir haben schon wieder sowas zum Drücken. Und zwei Dinger zum Drücken? Okay, das hier hat nur Bienen, das heißt, hier geht es dann wahrscheinlich weiter. Es geht vielleicht durch beide nicht weiter. Oh, da ist noch eins. Ach du meine Güte. Noch mehr Waben. Ich könnte mir nicht mal sagen, wenn ich jetzt wieder hier zurücklaufen würde. Wo muss ich denn hier bitte schön lang? Ist das der Ausgang? Okay, es sind noch mehr Bienen hier. Haben wir es geschafft? Wo ist die Bienenkönigin? Erwecken wir den ganzen Schwarm wieder zum Leben? Oha, wie schön! Wir holen alle Bienen wieder zurück. Sehr geil. Wach auf, Kind. Früher spürte ich die Freude der Menschen, ihre Hoffnungen und Wünsche, ihren Schmerz und ihre Tränen. Dann wurden sie zu Verschlingern. Jetzt herrscht Totenstille. Kannst du sie vielleicht hören? Damit sind wir wieder hier bei Gaia, auf unserer Arche, und da oben die Biene, und wir haben nur noch das Schwein, den Wal und den Hirsch, den Rest haben wir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, wir bevölkern hier auf jeden Fall die Arche wieder mit allen Tieren. Sind vielleicht die Öffnungen, wenn ich jetzt vielleicht hier hinten durch die Öffnung gehe, komme ich dann vielleicht zu den Bienen?
Boah, wie viele Tiere. Das ist einfach wunderschön. Können wir hier auch? Hier brauchen wir nicht singen. Wenn wir hier winken, müsste eigentlich alles. Ja. Die sehen uns alle, die ganzen Tiere. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Wir wollten. Oh, hier geht's weiter bei dem Platz. Das scheint irgendwie so ein Kreis zu sein um den Baum. Also vom Platz geht's theoretisch gesehen auch noch mal weiter. Oder wir gehen hier wieder in den Nationalpark und gehen dann Richtung Elch. Ich glaube, wir gehen mal den Weg. Vielleicht muss ich den anderen trotzdem noch gehen, wegen vielleicht irgendwelche Geister, die wir brauchen. Das sieht so aus, als würde es hier zum Schwein gehen. Wir gehen in den Nationalpark und probieren mal, ob wir den Elch befreit bekommen oder den Hirsch.